Okay. Dann machen wir hier direkt weiter. Boah, Sam hier wieder voll beladen hier. Sehr gut. Ah. Es ist ein... Ich sag's euch, Kinder, ne? Also... Ne? Ich werde mich nie wieder über unser Postboten beschweren. Huhu, hätt's mich fast von den Beinen gehauen. Hoffentlich krieg ich jetzt Moped. Okay, nur noch ein kleiner Stück. Weil dann kann ich nämlich das ganze Zeug auch mal zu dem anderen Posten wieder hinbringen und muss dann und kann an den ganzen GDs mal so vorbeidüsen, so. Ich habe ein Feuerzeug, das sieht so aus wie die Kiste da unten. Wenn die Mules, wenn die russische Abstammung sind, ne? Sind das dann Moskau-Mules? Danke, dass ich hier willkommen hier bin. Vielen Dank, dass ich hier willkommen bin. Bitte dranbleiben. Okay. Terminal aktivieren. Jetzt werden wir das ganze Zeug mal los hier. Wir liefern mal ein bisschen was, ha? Angeforderte Fracht liefern, später an Kunden angeforderte Fracht. Jo. Den will ich haben, genau. Verbinde Pornor mit dem Chiral Netzwerk, liefere die morgende Fracht, verteile es mit von Capital North City. Zeit, diesen chiralen Drucker zum Laufen zu bringen. Mhm. Tut mir leid, dass wir dir so viel Mühe machen, aber vertrau mir, es lohnt sich. Ausgezeichnet, die Einheit hat nicht einen Kratzer. War nichts anderes zu erwarten, oder? Ich wusste, du würdest dich zu uns durchschlagen. Alles für die Likes. Sam, wie machen sich deine Schuhe? Angesichts der Bedingungen da draußen wahrscheinlich nicht besonders gut. Jo. Nichts vermiest einem den Arbeitstag so sehr wie kaputtes Schuhwerk. Wenn du so weitermachst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du dich verletzt. Dann kann man auf nackten Füßen laufen. Vorräten hinzufügen lassen. Standardausführung von Bridges. Sollten dir also gut passen. Du solltest immer ein Zweitpaar dabei haben. Falls du es vergisst oder Probleme hast, kannst du an einem Terminal in einer unserer Einrichtungen ein neues herstellen. Okay. Gut, ich bin wieder awesome. Awesome Hot Jack. Neue Interviewdaten erhalten. Nekrose und das altägyptische Verständnis von Leben und Tod. Vor 2 Jahren, Verteilerzentrum Westling City, das Iran Netzwerk 1. Okay. Brücke. Hat Daten zur neuen Konstruktion in deinen TCK geladen. Brücke, rüste deine TCK aus und halte dann gedrückt, um sie auszuwählen. Okay. Ja, guck mal hier. Läuft. Leistungssteigernde Getränke, das brauchen wir. Ganz wichtig. So, Likes vom Empfänger. Ein Bote für alle.
skippen wir das mal durch. Wir sehen uns. Glückwunsch, Sam. Wie ich höre, hast du jetzt Zugang zu einem chiralen Drucker. Dieses äußerst nützliche Gerät funktioniert nur, weil unser Netzwerk sich den Strand auf bestimmte Art zunutze macht. Und uns die sofortige Übertragung riesiger Datenmengen ermöglicht. Okay. Da solche Übertragungen normalerweise Stunden, wenn nicht Tage dauern würden, wurde auch spekuliert, dass das Chirali-Netzwerk im Wesentlichen eine Zeitmaschine sein könnte. Dass es Daten in die Vergangenheit sendet. Natürlich müssen wir die grundlegende Natur des Netzwerks und des Strandes, auf die wir uns stützen, noch richtig verstehen. Man könnte unsere Beziehung zu ihm mit der eines Urmenschen zum Feuer vergleichen. Ist es nützlich? Ziemlich. Ist es gefährlich? Zweifelsohne. Zweifelsohne. Aber die Vorteile liegen für uns schwerer als die Risiken. Außerdem erscheint es, da GDs und Strand verbunden sind, logisch, dass weitere Studien und Experimente außerordentlich nützlich sein könnten. Das könnte man natürlich auch über dich sagen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich etwas herausbekomme. Das verspreche ich. Sehr schön. Okay. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Okay, jetzt ist die Frage, wie kann ich jetzt endlich hier das Moped machen? Lass mal sehen. Fracht, was habe ich denn noch so dabei? Verlorene Fracht, Beruhigungsmittel, das geht alles dahin, nach zum Baden. Reparaturspray. Metalle. Was ist das hier? Chiraler Konstruktor. Mhm. Verlorene Fracht, Ersatztreibstoff. Ach, geht auch dahin, okay. Mhm. Okay. Dann machen wir folgendes. Wir gehen mal... Sorry, wir müssen nochmal ganz schnell an den... Oh, die Kekse, die krümeln so ein bisschen. Eben an unserem privaten Spind. Gemeinschaftskasten, privater Spind, Bodenproben, alte Medien, das nehmen wir mit. Wir gehen nämlich jetzt wieder zu dem Knaben hin. Metalle, okay, mehr ist da nicht drin. Das sind Bodenproben und Ersatztreibstoff, auch hier. Ah, okay, das können wir auch mitnehmen. Ladung wird optimiert, sodass du zusätzliche Fracht auf dem Rücken tragen kannst. Okay, zack. Perfekt. Ausrüstung herstellen. Wir haben den Plan für eine Brücke in dein TCK geladen. Zuerst legst du das Fundament. Danach musst du weiteres Material bereitstellen, um den Bau abzuschließen. Ja. Vielen Flüssen und Schluchten täte eine solide Brücke sehr gut. Wenn du eine selbstgebaute Brücke überquerst, bist du froh, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ja, das weiß ich. Ich probier's. Okay. Was brauche ich für die Brücke? Oh. Cooler Name. Fetti Pete Popo. Pop. Okay. Herzlich willkommen, danke für den Follow. Ich bin da so unsicher bei so einem Namen. Schön, dass du reinschaust. Gut, was können wir jetzt machen? Wie viel benötigst du? Nein, das will ich nicht herstellen. Okay, jetzt kann ich eine Brücke bauen. Ausrüstung herstellen? Nee, ich will nichts herstellen. Ach, hier oben kann ich tauschen, okay. Ich hab ja noch. So, mich interessiert... Mich interessiert an der Stelle einfach mal, wie sieht so eine Brücke aus? Mein Gott, was ist das denn, ey? Scheiß Krümel. So. Na, eine angenehme Reise werden wir haben. Wir werden jetzt wieder zu dem Ding darüber fahren, also zu dem anderen Außenposten. Stell mal ganz kurz auf die Karte. Der war, glaube ich, auf der anderen Flussseite, ne? Yep. Da ist er, genau. Das heißt, ich muss im Prinzip hier rüber und dann kann ich da lang gehen. Da wird natürlich tatsächlich eine Brücke sehr sinnvoll sein. Oh, Ludens Fun. Was ist denn das? Ah.
Das ist gut, da ist nämlich noch so ein das ist so eine Art, nicht Außenposten, aber das ist so eine, na, ihr wisst schon, was ich meine, so eine Behausung. Online-Briefkasten. Na komm, ich setz hier direkt die Brücke hin. Eine angenehme Reise. Gleich die Brücke. Okay. Guck mal, hier ist sogar eine Straße, dann setzen wir hier direkt die Brücke. So. Fundament. Wo ist mein Konstruktor? Da ist mein Konstruktor. Konstruktion wechseln. Nein, eine Brücke will ich haben. So, ne? Bringen wir es hinter uns. Dann bau mal diese Brücke. So. Geiles Teil. Ein unvollendetes Brückenfundament. Füge Materialien zu, um den Bau abzuschließen. Die Brückenlänge ist vom Zustand des Fundaments abhängig. So. Habe ich genug Zeugs? Ah, die Brücke gibt Strom. Was brauchen wir denn da? Metalle. Wir brauchen 800 Metalle. So. Müssen wir noch was holen, ne? Müssen wir noch Metalle holen. Nur damit du es weißt, Verteilerzentren und ähnliche Orte lagern Material, mit dem du Ausrüstung herstellen kannst. Ja. Du bekommst auch alles für den Bau von Konstruktionen. Die Vorräte der Einrichtungen haben aber auch Grenzen. An ihren Terminals erfährst du näher. Okay. Während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, St. Porter Bridges. Das ist schade, dass ich die Brücke nicht. Das ist schade, dass das Moped nicht in Nähe der Brücke steht, weil die Brücke gibt ja Strom, ne? Womit ich ja mein Moped wieder aufladen kann. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. So. Eine angenehme Reise. Bitte dranbleiben. Ah, na, 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 komm. Ich möchte ein bisschen Material mitnehmen, bitte. Erstmal gucke ich in meinen privaten Spind. Liegt da was drin? Nochmal Metalle, die nehmen wir mit. So. Dann gehen wir hier raus. Dann sagen wir, wir gucken mal in den Gemeinschaftskasten. Sam, über Gemeinschaftskästen kannst du Fracht mit anderen Booten austauschen. Okay. Haben wir hier Metalle? Selbstverständlich. So, das waren Metalle. Dann gehen wir zurück, Material nehmen. Wo haben wir Metalle? Vanillekipferl. Ja, ich glaube, ich mache Vanillekipferl. Wie viel habe ich reingetan? Warte mal. Lass mal eben gucken. Ich habe vorhin 50 reingetan, ne? Man darf ja nicht zu viel reintun, sonst sind die nämlich weg, ne? 50. Das heißt, wir haben hier jetzt noch 100, 200, 300. Also brauche ich jetzt noch 500, ne? Ja. Brauche noch 500. Gucken wir mal, ob wir die nehmen können. Ah, offensichtlich nicht. Alle drei mitnehmen.
Jo. Alles umladen. Ich glaube, ich bin ein bisschen überladen jetzt, ne? Sam ist etwas überladen, würde ich sagen. Selbst das Gesicht sieht so schmerzverzerrt aus. Ich muss es nur bis zur Brücke schaffen. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn ich dreimal gelaufen wäre, oder? Oh je! Ich bin Menschenquäler. Ich bin ein Ausbeuter. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Eine angenehme Reise. Eine angenehme Reise. Ja, eine angenehme Reise. Mit überbeladen, ja. Auf jeden Fall. Vor allem, ich habe hier den Joystick habe ich hier auf Vollanschlag und es passiert nicht mehr. Okay. Na komm, Sam. Solltest du da hinkriegen. Gute Reise. Gute Reise. Ja, ich werde ja gleich das ganze Zeug wieder los. Das ist ja kein Problem. Ich werde das ganze Zeug ja jetzt gleich wieder los. Oh, oh shit. Der sieht aus, als wenn er gleich kacken muss. Na komm, Sam. Eine angenehme Reise. Was steht da auf diesen Klappdingern drauf? Caution? Keep hands out of moving parts. Okay. Also Hände von beweglichen Teilen fernhalten. Links, 2, 3, 4. Warte nicht, warte nicht. Hallo. Jemand zu Hause? Zu Hause. Warte nicht. Genau. Jemand zu Hause? Zu Hause. Hallo? Jemand zu Hause? Zu Hause. Waffeneinschränkung aufgehoben. Hallo. Hier ist Sam, hier auch. So, na komm. Wir sind doch gleich da, Sam. Ich habe da mal so ein Foto gesehen, wie die Leute das, was weiß ich, endlos hochgestapelt haben, das Zeug bei ihm auf dem Rücken. Ich bin Sam. So, jetzt komm her. Jetzt kommt Material dazu. Sam ist gleich fertig. Der ist fertig mit Schönschreiben. Oh je. Na komm.
Haben wir doch geschafft. So, Konstruktion vollenden. So, wie viel habe ich denn jetzt hier? 800 Braucher. Ach, wir schmeißen jetzt das alles da rein. Moment, wir haben jetzt 50 drin, ne? Das sind 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Und los geht's. Sehr gut. Bitte Abstand vom vorgesehenen Konstruktionsbereich halten. So, dann baut mal. Konstruktion abgeschlossen. Sehr gut. Konstruktion ist abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal eben kurz auf die Fracht. Kann man die nochmal anordnen? Sehr gut. Moment. Also ist richtig. Einmal über die Brücke hier. La 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 la. So, dann können wir jetzt wieder zum Außenposten gehen. Oh nein, es fängt an zu regnen. Das bedeutet, gleich kommen wieder die Dosen, doofen GDs. It's not good. Da scheinen GDs zu sein. Das ist doofi. Warte mal, gelagerte Fracht einsehen. Was ist da drin? Okay. Oh je. Und da sind die Mules. Hier ist Capital North City und da ist das Ding in hier. Genau. Ja, das heißt, ich muss da im Prinzip einmal durch. Alte Medien. Oh je. Ja, jetzt kommt hier wieder unser Bibi. Unser Bibi ist wieder aktiv. Wird Zeit, dass wir ein Fahrzeug kriegen. Dann können wir da nämlich so durchdüsen. Dann brauchen wir uns mit denen gar nicht mehr beschäftigen. Versuch's nochmal zu umgehen. Oh je.
komme ganz leise hier durch. Na komm, Sam. Ja, verstehe. Jetzt gehen wir hier unten lang. Bisschen Haken wie ein Hase schlagen. Ich denke mal, wir haben es geschafft. Ich denke. So, tschüss! So. Metalle. Ah, komm, nehmen wir direkt mit. Guck mal, da ist eine Höhle. Da können wir uns mal eben unterstellen, ne? Hui! Hui! Die Nicole ist in der Haus. Was läuft? Wie war der Tag? So, mal eben hier Unterschlupf gefunden. Hello, Party People! So, wir gucken mal eben nach der Fracht, wie die so aussieht. Behälterschaden. Okay. Kavi, du kannst mir bestimmt nochmal was sagen. Spielst du wieder DHL-Boote? Ja, genau, DHL. Kavi, und zwar, ist denn nur der Behälterschaden, ist der Behälterschaden auch wichtig oder nur der Frachtschaden? Weil sonst würde ich nämlich jetzt nicht hier Reparaturspray benutzen oder so. Squid Game? Was ist, wer oder was ist Squid Game? Sagt mich nicht. Ja klar. Bei mir ist alles super. Heute Morgen wieder schön Eisenbahner gespielt. Und dann ein kleines Schläfchen gemacht. Mittag gegessen. Bisschen Hausputz gemacht, damit ich es morgen nicht machen muss. Weil morgen bin ich doch auf der Messe. Ja, I don't know Squid Game. Aber das heißt Messer, auf der Ausstellung bin ich ja. Ich wollte mal eben die Fracht anders anordnen, weil das ist ein bisschen suboptimal. So. Los geht's. Na, 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 na. Die gerade in aller Munde ist. Oh, das heißt bei mir nix. Ich gucke ja größtenteils immer die gleichen Serien. Ich gucke ja größtenteils tatsächlich immer die gleichen Serien. Neue Serien sind bei mir immer sehr rar. Ich gucke mir gerne alte Serien an, weil ich bin ja selber alt. Ja. So.